So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video und eigentlich war die Easter Egg Cutscene Analyse zum Revelations Easter Egg geplant, jedoch glaube ich, dass dieses Thema nochmal interessanter ist als die Analyse und definitiv Vorrang hat. Auf jeden Fall, wo fangen wir an? Und zwar gibt es im Moment immer mehr YouTuber, die Videos so hochladen mit dem Titel, mit dem Thema Goodbye Treyarch, danke für alles, danke für den Zombie-Modus, der war super, der war toll, die Easter Eggs waren alle klasse und so weiter und so fort. Jedoch, bin ich der Meinung, der festen Überzeugung, dass es noch nicht vorbei ist. Ich glaube, und es würde auch ja sonst eigentlich gar keinen Sinn machen, dass es noch weitergehen wird, beziehungsweise, dass wir das Beste, das größte Easter Egg noch gar nicht gelöst haben. Was dafür spricht, woher ich meine Infos habe, werde ich in diesem Video für euch analysieren. Und zwar fangen wir mal ein bisschen weiter hinten an. Und zwar gab es schon vor 2-3 Monaten Patches, die ja die Funktionen eingeführt haben, die es so noch nicht gab und die von Programmierern, auf jeden Fall Leuten, die sich halt mit Quellcodes auskennen und die auswerten können, herausgefunden haben, wie zum Beispiel, dass in Shadows of Evil tote Magwa-Herzen gespeichert worden sind. Für was wir die brauchen oder was die uns bringen, wissen wir noch nicht. Anderes Beispiel, die Vase aus Gorod Krovi. Es gab so eine Vase aufzunehmen, die konnte jeder Spieler mal aufheben. Haben wir bis jetzt noch nie benutzt, wenn ich mich richtig erinnere. Also keine Ahnung, für was die da war. Also vielleicht einfach so zum Spaß. Wer weiß. Aktuelles Beispiel, in Mob of the Dead, in Revelation, also im Mob of the Dead Abschnitt, gibt es Al's Head bzw. Wiesels Mütze. Warum ist die da? Einfach nur zur Deko? Ich glaube nicht. Also nur mal so ein paar Sachen, die euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen sollen, weil die meisten haben irgendwie so das Ende geschluckt. Oh, blödes Ende, schade, naja, kann man jetzt nichts machen, ist halt so. Und machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt. Was passiert eigentlich nach dem Easter Egg? Wir bekommen zum einen die RK5 auf jeder Map, also wer das Easter Egg noch nicht hat, wenn man das Easter Egg gelöst hat, bekommt man die RK5 auf jeder Karte als Anfangspistole und ja, wer weiß, vielleicht haben sie noch andere Sachen in die Maps gepatcht, wenn man das Easter Egg gelöst hat, die wir noch nicht herausgefunden haben. Was passiert eigentlich storytechnisch? Und zwar, im Prinzip endet das ganze Easter Egg damit, dass alles von vorne beginnt. Die vier Helden werden als Primus in die Vergangenheit zurückgeschickt, dann kommt der große Krieg und was passiert dann? Origins. Also im Prinzip wiederholt sich alles immer und immer wieder. Das heißt, die waren bestimmt schon zigtausendmal in dieser Situation und sie haben es irgendwie nie geschafft aus diesem Kreislauf. Und wichtig ist, in denen sie Monty, immer wieder schickt auszubrechen. Sie haben es nicht geschafft. Anderes Thema, was war eigentlich ein Mob of the Dead im Easter Egg? Wir mussten den Kreislauf durchbrechen. Entweder haben wir es am Ende geschafft, dass wir den Kreislauf durchbrochen haben, oder es hat sich immer wiederholt, immer weiter. Und so ist es gerade, so ist das Ganze gerade in Revelations der Fall. Es wiederholt sich alles immer wieder. Anderes Thema, ich habe in einem meiner letzten Videos schon kurz das Thema angesprochen. Kurz bin ich auf den Programmierer, den Codierer, The Real DF, der das Ganze berufstechnisch ausübt, zu sprechen gekommen. Und zwar hat er einen Cipher an uns gegeben, in dem er halt das Easter Egg in Rätseln für uns formuliert hat und alles ist eingetreffen. Es ist allgemein, was Reddit angeht und was Zombie Easter Eggs Informationen angeht, eine sehr, sehr seriöse Quelle. Und ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal falsch lag. Und dann hat er auch in einem seiner Sätze gemeint, wenn Xbox oder beziehungsweise und PC das Easter Egg, die Karte bekommen, we get super. Mit dem Super hat er natürlich dieses Super Easter Egg gemeint, wobei viele Leute jetzt auch schon an Takeos Katana gedacht haben und den Funken. Ah, cool, das wird jetzt also Super Easter Egg, Takeos Katana, cool. Aber ja, war es das wirklich schon? Ich glaube nicht. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Und zwar denken jetzt auch viele, es ist vorbei, weil wir alle Trophäen haben. Es wurden die beiden Secret Trophies gelöst, cool, haben wir auch alle. Was aber einem aufmerksamen User auf Reddit aufgefallen ist, ich werde übrigens alle Links zu den Quellen in die Beschreibung posten, auf jeden Fall ist ihm aufgefallen, dass DLC 1, 2 und 3 für den Zombie-Modus jeweils 10 Trophäen hatten und Achtung, DLC 4 beinhaltet nur 9 Trophäen. Warum? Treyarch ist keine andere Trophäe mehr eingefallen?
Kann sein, klar. Aber ich glaube, Treyarch ist in der Lage, definitiv, wenn sie wollen, noch eine 10. Trophäe, wie sie es bei den anderen 3 DLCs gemacht haben, noch sich auszudenken und einzufügen. Das bestärkt wiederum die Theorie, dass das Super Easter Egg und praktisch die Super Easter Egg Trophäe erst, wie es schon viele vorausgesagt haben, mit dem Release des DLCs für Xbox und PC kommen werden. Und um nochmal auf das Hauptthema zurückzukommen, Monty hat uns in den Kreislauf eingeschleust, wie er es schon zigtausendmal gemacht hat. Warum? Im Prinzip hat er dieses Universum dann wieder erschaffen, es ist alles gut, dann wird es wieder zerstört und dann fängt das Ganze wieder von vorne, dann ist es wieder gut, dann wird es wieder zerstört und so weiter und so fort. Jetzt habe ich auch noch etwas Interessantes für euch. Und zwar, wenn wir uns mal, das habe ich jetzt noch frei aus dem Kopf gerade, und zwar die Gameplay-Trailer für die Xbox-Version anschauen von Gorod Krovi, können wir sehen, dass Nikolai die Helden schon mal getötet hat. Und das ist wiederum ein Argument für den Kreislauf, der sich immer und immer wiederholt. Das wollte ich nur noch kurz anmerken. Lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und ja, ansonsten könnt ihr die Quellen in der Beschreibung nachlesen. Vielen Dank an die Reddit-User, die das wahrscheinlich nie hören werden, die das Ganze in die Welt gesetzt haben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Haut's rein, euer Grand Warlord.